Hallo und herzlich willkommen auf dem Pflichtsender. Heute spreche ich über verbotene Babynamen. Es gibt nämlich Namen, die verboten sind. Das heißt, die man seinen Kindern nicht geben darf. Wenn man also zur Stadt geht und sagt, ich hätte für mein Kind gerne den Namen Pusteblume eingetragen, gibt es da Bedienstete, die sich den Namen angucken und sagen ja oder nein. Manche Eltern haben aber ganz seltsame Vorstellungen von Namen, die man einem Kind geben soll, denn nur solche werden dann auch abgelehnt. Dazu zeige ich euch jetzt mal eine kurze Liste. Und das sind die Namen, die Eltern ihren Kindern geben wollten und die dann natürlich abgelehnt wurden. Störenfried, kann man sich schon denken, warum. Aqua, Lenin, Pubert, McDonald, Ogino, Pilula, Sputnik, Omo, Schnucki, Grammophon, Atomfried, Schröder, Bierstübel oder Kain. Da muss man sich nicht wundern, wenn der Name abgelehnt wird. Namen, die nämlich vollkommen erlaubt waren, sind unter anderem Prestige, Siebenstern, Smudo, Cinderella Melodie, Blücherine, Matt Eagle, Katzbachine. Katzbachine, das, was soll das überhaupt sein? Schreibt mir bitte unten rein, was das ist. Ein weiblicher Katzenbach, wahrscheinlich. Wie man ihn aus Wald- und Wiesenromanen kennt. Champagner? Also wenn es wenigstens richtig geschrieben wäre und Champagner, dann hätte ich es ja noch verstanden. Aber gut, die sind alle erlaubt jetzt, also die Namen. Also keiner davon wurde abgelehnt. Frode Win, Pepsi Carola, Nussi, Schneewittchen, na, das ist ja, da kann man ja wenigstens. Leonardo da Vinci, naja, da Vinci ist ja eigentlich nach, aber gut, egal. Popo und Winnetou, und ihr glaubt, wir sind schon fertig, aber da sind wir nicht. Es gibt nämlich noch viel mehr Namen, die akzeptiert werden. DJ, das erinnert mich so ein bisschen an, ich glaube, Alf. Dann Alemannia. Bo, wahrscheinlich von Das Bo, die hießen wahrscheinlich beide Bo, als sie. Also man kann sein Kind auch sehr gern Klee nennen oder Tarzan. Das war's auch schon für heute. Bis zum nächsten Mal auf dem Pflichtsender. Tschüss. Klee. Ich wäre ja gern Gras genannt worden, aber dazu hat's dann leider nicht gereicht.